Moin, Johannes hier und ich spiele heute mal wieder in 3D hier auf Lichess. Mal wieder was anderes. Das wird ein bisschen dazu führen, dass ich nicht ganz so viele Erklärungen unterbringen kann, weil das mit dem Markieren der Felder hier ja nicht funktioniert im 3D-Modus. Aber ich hoffe, dass die Abwechslung das aufwiegen kann. Ich versuche mal hier die F-Linie zu räumen. Da spielt Schwarz aber nicht mit. Kali, nee, Kailu 00, 1715 Punkte. Ich habe inzwischen 1788 und er behält jetzt das Läuferpaar nach dem Tausch. Er oder sie, das muss man ja tatsächlich immer dazu sagen. Ich denke, dass die Männerquote hier relativ hoch ist auf Leeches. Aber ich glaube, man kann ja auch gar keine Geschlechtsangabe machen. Ich freue mich natürlich auch über Damen, die mit mir spielen, ganz klar. Aber weiß man nicht. Wenn ich das also generalisiere und das einfach als ihn immer ausspreche, dann soll das keine Geringschätzung oder Zurücksetzung von Schachspielerinnen oder Damen im Allgemeinen sein. Zumal wir ja alle, gerade beim Schach, die Damen lieben. Mit einem Augenzwinkern für das Wortspiel, das sei mir verziehen. Aber noch sind auch hier die Damen ja auf dem Feld. Wo wir es gerade davon haben. Okay, jetzt ist die Frage, kriege ich hier. Versuchen wir schon mal Läufer H6. Kriege ich die Dame irgendwie hier nach F6? Und zwar schnell genug nach F6. Das würde dann ziemlich tödlich aussehen. Lieber hier nach H4 oder nach F4. Ich würde sagen F4, um zusätzlich nochmal Druck auf F7 zu machen. Jetzt gehen wir hier durch. Der Vorteil ist, er deckt jetzt, also für Schwarz der Vorteil, er deckt mit der Dame jetzt zumindest mal G7. Aber so vom Gefühl her müsste das eine Stellung sein, die zusammenbricht. Und zwar bricht sie hier zusammen auf F8. Das ist jetzt matt. Also es war gar nicht nötig, hier nochmal zu verstärken. Es war eigentlich alles gut. Und wir gehen die Partie nochmal ganz kurz hier in der Analyse durch. Es wird schon analysiert hier unten, weil sie so kurz ist. Ich glaube, deswegen wird dann automatisch die Analyse-Engine angeschmissen. Ich würde gerne das Design ändern in ein 2D-Design. Darf ich? Ja. In ein 2D-Design, damit wir hier nochmal tatsächlich jetzt wenigstens in der Analyse dann ein bisschen drüber gehen können. Also der Grundaufbau, den ich in der Bird-Verteidigung spiele, ist eben F4 als ersten Zug, dann in der Regel Springer F3 danach. Und dann baue ich mir hier so ein Dreieck auf mit den Bauern auf E4. 3, D4 und F4. Der F4-Bauer steht ja dann aus dem ersten Zug schon da. Meistens kommt dann erst der D4-Bauer und dann der E-Bauer auf E3 hinterher. Die Reihenfolge kann aber ein bisschen abweichen, je nachdem, was der Gegner auch spielt. Dann kommt der Läufer für mich. Das muss keine, ja. Ist keine zwingende Regel für euch, aber ich erkläre es einfach, wie ich spiele. Ich spiele den Läufer auf D3, weil er dann schon mal Richtung Königsflügel guckt und mir den Weg freimacht für die Rochade. Wenn ich jetzt hier stattdessen, also statt Läufer D3 nach B5 gehen würde, dann habe ich viel mehr Ärger damit, dass mich vielleicht der Gegner jagt, mir einen zweiten Läuferzug abbringt, eventuell sogar einen dritten, je nachdem, wo ich dann mich zurückziehe. Und hier habe ich die Möglichkeit, noch in beide Richtungen zu gehen. Es kommt durchaus in meinen Partien auch vor, dass ich später dann Läufer B5 spiele. Aber genauso gut kommt es eben mal vor, dass ich auf F5 dann Druck mit meinem Läufer haben will oder auf G6 oder H7 sogar. Ist in jedem Fall aber halt eine Vorbereitung für die kleine Rochade, die dann als nächstes kommt. Da bin ich jetzt im sechsten Zug in der Regel, dass ich klein rochiert habe. Schwarz entwickelt sich dann in irgendeiner Form. Was ich gerne versuche, ist Springer E5 reinzukriegen. Springer E5 hat den Charme, wenn er jetzt schlägt, dass ich meine F-Linie räumen kann.
Ich zwinge den Springer zu ziehen und habe dann schon mal, warte, schon mal hier auf F7 ordentlich Druck. Kann vielleicht die Dame nach F3 hinterherbringen, kann die Dame eventuell über H5 dann auf F7 zeigen lassen, je nach Situation. Habe den Läufer, der vielleicht auf dieses weiße Feld hier F7 gucken kann. Das ist also so eine meiner Traumpositionen hier. Eine freie F-Linie, eine geräumte F-Linie, trotzdem ein starkes Zentrum, das hier auch noch mit dem zusätzlichen E-Bauern verstärkt ist. Das ist absolut ja, wünschenswert für mich. Jetzt bin ich hier eine Variante drin gewesen. Dann kann ich den C-Bauer, den Springer auf C3 entwickeln. Ich kann den Läufer rausziehen und dann bin ich eigentlich im 9. Zug mit der Entwicklung soweit durch. Ich habe rochiert, ich habe beide Springer, beide Läufer draußen. Die Dame kann dann als nächstes noch ein schönes Feld finden. In dem Fall hat er mich hier angegriffen. Ich lasse ihn das schlagen. Offensichtlich war er ja nicht willens, meinen E-Springer zu schlagen. Und trotzdem kommt er dann wieder zurück. Jagt seinen Läufer sogar nochmal zurück. Also das ist so eine, sogar eine Rückentwicklung von Schwarz, hier den Läufer wieder zu ziehen. Und jetzt habe ich meine Dame noch auf F3. Auch in meinem Sinne. Krieg hier die Linie ein Stück geräumt. Optimal. Ich hätte hier an schwarzer Stelle einfach was anderes gespielt, nicht den Springer rausgenommen, weil so kriege ich meine F-Linie geräumt. Und dann kommt das, was ich in der Partie auch schon gesagt habe. Versuchen irgendwie die Dame auf F6 zu kriegen. Mit dem Zusatztrick einfach Druck auf F7 zu machen. Da hat er Angst vorbekommen. Und dann ist natürlich das einfach ein grober Patzer hier. F8 freizugeben. Die Stellungsbewertung ist positiv für mich, aber trotzdem ist das natürlich dann Martin 1 und das habe ich zum Glück gesehen und habe deswegen die Partie mit meiner Bird-Eröffnung hier gewonnen. Nicht wegen der Bird-Eröffnung, aber ihr habt so ein bisschen vielleicht einen Eindruck bekommen, was diese F-Linie in der Bird-Eröffnung bedeutet und wie man oder wie ich versuche, die Entwicklung zu vervollständigen und dann irgendwie die F-Linie zu räumen und zum Angriff zu nutzen auf dem Königsflügel. Ja, beobachtet das ruhig in den nächsten Partien, die ihr von mir seht mal. Ich spiele gerne Bird und dann werdet ihr manches davon wiedererkennen und manches davon vielleicht jetzt verstehen, nachdem ich es erklärt habe. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über einen Daumen hoch und über Nachfragen zu Bird oder sonstigem, was ich hier gespielt habe. Immer gerne in die Kommentare damit und ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, auf jeden Fall ein Abo dalassen. Macht's gut!